Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hashtag Rub, Let's Rub auch genannt. Ich bin's Bizarro, wir hatten wieder etwas zum Rappen. Für die, die Rub das erste Mal sehen, Rub heißt so viel wie... Rückblick unseres Projekts RUP. Ihr wisst schon, ich bin einfach nur ein Genius. Na gut, zu was müssen wir denn rappen heute? Ich sehe unser OSM-Maxal und ich sehe ein Teamwappen. Von San Lorenzo. Aha. Ja, kurze Daten zum Verein. San Lorenzo liegt nicht in einer Stadt, die San Lorenzo heißt. Nein, sie liegt in Buenos Aires, in Argentinien natürlich. Der Name wurde einem Priester, einem Pfarrer, der hieß Lorenzo Massa, und dem wurde sozusagen der Name gewidmet. Das heißt, die Stadt liegt nicht in San Lorenzo, sondern in Buenos Aires, und Pfarrer Lorenzo Massa, dem wurde der Name San Lorenzo gewidmet. Ziemlich cooler Fakt, muss ich sagen. Gegründet wurde der Verein schon am 1.4.1908. Das ist schon ziemlich, ziemlich lange her. Und die zwei bekanntesten Spieler, die in diesem Verein waren aus der aktuellen Zeit, sind Lavezzi oder Lavezzi oder Lavezzi. Ich weiß nicht, wie es die Franzosen aussprechen. Auf jeden Fall, er hat seine Zeit auch bei San Lorenzo, spielt heute bei Paris Saint-Germain, davor bei Napoli. Ebenfalls bei San Lorenzo gespielt, und zwar bis 2005, hat Zabaleta von Manchester City. So viel dazu, haben ja doch zwei ziemlich bekannte Spieler dort gespielt. Und ein noch interessanterer Fakt als der Fakt mit Lorenzo Massa ist, dass der derzeitige Papst Franziskus ist bekannter Fan und Ehrenmitglied dieses Vereins. Das heißt, der aktuelle Papst ist großer Fan von San Lorenzo. Finde ich extrem witzig. Na gut, gehen wir mal weiter. Hier steht Datenprojekt, dann würde ich sagen, projekten wir mal die Daten. Gespielt wird das Ganze natürlich am Computer, hat keine Schwierigkeit da online, und die Genre ist ein Online-Manager-Spiel. Gut, das haben wir schnell vollbracht, da alle die Folie bereits kennen. Gut, Daten zum Spielen. Wie schon gesagt, unser Verein war San Lorenzo. Wir haben in Argentinien gespielt, in der argentinischen Liga. Unser Ziel war der erste Platz. Das war ganz, ganz oben. Am Ende reichte es jedoch nur zum zweiten Platz. Hier steht wieder Datenprojekt. Dann schauen wir mal, was für Projekten wir daten können. Es gab insgesamt 22 Parts mit einer Gesamtlänge von 2 Stunden und 36 Minuten. Begonnen hat die ganze Saison am 26. April 2014. Beendet haben wir es gestern, und zwar am 10.06.2014. Datenspieler, das ist eine ganz neue Genre, so richtig neu, die habe ich gerade so eingebaut. Also Genre, ein neuer Part des ganzen Raps. Ihr wisst ja, Let's Rub wird, Hashtag Rub wird mit jedem Part neu gemacht, sozusagen mit euch, durch Tipps und so weiter und so fort. Na gut, was habe ich denn hier so eingebaut? Bester Torschützen. Wow, das ist ein richtig mieser Rechtschreibfehler. Uiuiui. Sorry Leute für das, es ist schon ziemlich spät. Aber egal, gut, schauen wir mal hinein. Platz 1 bei uns wurde Correa mit 45 Toren. Der spielt jetzt übrigens bei Atletico Madrid, hat gewechselt. Er wurde auch in der gesamten Rangliste erster Platz mit den 45 Toren. Zweiter Top-Torschütze unseres Teams war Hector Villalba mit 37 Toren. Er war auf Platz 4, glaube ich, insgesamt. Unser drittbester Schütze bzw. unsere drittbesten Schützen, wir hatten zwei mit dieser Anzahl, war sowohl Quintero mit 10 Toren als auch Cauterucho mit 10 Toren. So viel dazu. Gucken wir mal weiter. Immer noch Datenspieler. Was ist denn da noch so versteckt? Beste Stufe. Hiermit ist die höchste Stufe in deren jeweiligen Position gemeint. Da hätten wir Subotić, unser allerbester Spieler der Stufe nach, mit 94 in der Verteidigung. Hier seht ihr schon, er ist Verteidiger. Unser zweitbester Spieler war Hummels mit 92. Er ist auch Verteidiger. Und das ziemlich Lustige ist, wir sind jetzt bei Dortmund und haben genau diese beiden wieder im Team. Villalba mit 90 als Stürmer war unser drittbester Spieler. Immer noch Datenspieler, was habe ich denn da noch an Statistiken rausgesucht? Sonstiges, interessant. Correa ist mit 38 Spielen
Unser Rekordspieler, keiner hatte mehr Spiele absolviert. Inler, ziemlich spät erst gekommen als Notfallskauf, ist mit 15,7 Millionen unser teuerster Einkauf gewesen. Matos, den wird keiner von euch kennen, aber der ist tatsächlich mit 5 Millionen unser teuerster Verkauf gewesen. Wer hätte es gedacht? Und ja, wir haben insgesamt 13 Spieler gekauft und 20 Spieler verkauft. Das heißt, wir haben mehr Spieler verkauft als gekauft, logischerweise. Besten Momente, das ist wieder ein bisschen was Persönliches natürlich. Ich habe uns hier mal zwei Sachen, glaube ich, rausgesucht. Das erste Mal Correa und Villalba. Wie wahnsinnig ist das denn, Freunde? Die beiden sind 19 Jahre alt. Ich meine, okay, es ist nur ein Spiel, aber 19 Jahre alt. Der eine schießt 45, der andere 37 Tore. Das sind viel zu viele. Wir haben insgesamt 132 Tore geschossen. Insgesamt 132. In der Meisterschaft. Davon haben Correa und Villalba alleine, jetzt muss ich Kopf rechnen, 82 Tore gemacht. Wenn ich mich nicht täusche. Sollte ich mich jetzt verrechnet haben, dann tut's mir leid. Wahnsinn, die beiden. Wirklich pure Wahnsinn. Und natürlich ist der Pokalsieg auch zu den besten Momenten dazu zu zählen. Wir sind zwar nicht in unser Ziel gekommen, aber der Pokalsieg war trotzdem drinnen und das gegen Racing, gegen den Meister. Schlechteste Momente, beziehungsweise der schlechteste Moment, einfach nur die Nichterreichung unseres Zieles. Das ist schon ja negativ zu sehen auf jeden Fall. Man will immer sein Ziel erreichen, hat diesmal nicht funktioniert. Tja, kann man nichts ändern. Natürlich, liebe Zuseher, ich weiß, ihr habt schon drauf gewartet. Freunde, Zuseher, wer auch immer ihr seid. Die Kommentare, die liebt ja jeder hier. Das ist eines der Lieblinge von Rub. Ich habe uns hier mal wieder etwas Cooles herausgesucht. Zum einen hätten wir hier Tommy H. Sieg. Und zwar war das bei einem Part, nachdem ich, auf Platz 4 runtergefallen bin, von Platz 1 auf Platz 4. Und da hat sich der Tommy, liebe Tommy, einfach mal so gefreut, dass wir wieder gewonnen haben, dass ich das gleich mal in Rub hineinnehmen musste. Jetzt kommen gleich drei Kommentare auf einmal, die alle unter einem Video waren. Und zwar haben wir in einem Part, das war übrigens der wirkliche Höhepunkt, den habe ich aber nicht hineingenommen, aber wir haben 10:0 gewonnen und das hier stand unter meinen Videos. Der liebe, gute Pyro Schmidt hat geschrieben, Österreich Power, ich bin auch Österreicher, ja, das wisst ihr, habe auch erst mit FC Bayern gegen HSV 10:0 gewonnen und ein paar Sternchen und... Wie gehen solche Sternchen? Die sind cool. Ich habe geschrieben, ich habe gar nicht gewusst, dass es so hohe Ergebnisse gibt. Ich war wirklich total perplex. Konsole Boy. Guter Part. Akzeptables Ergebnis. Na, akzeptabel. Mit freundlichen Grüßen, Konsole Boy. Konsole Roboy. Entschuldigung. Ja, ich finde auch akzeptabel gerade noch. Aber gut. Ja, 10:0 ist okay. Und der liebe... jetzt hatte ich einen Hänger. Spitz Games. Wieder so ein Sternchen. Ich will auch so ein Sternchen können. Schreibt mir in die Kommentare, wie die Sternchen gehen. Ich will jetzt nicht googeln. Alter! 10:0 und ein Smiley, das mich ziemlich anstarrt. Ja, ich war auch extrem überrascht. So cool wie ich bin. Natürlich mal ziemlich gut geantwortet. Du möchtest auch im nächsten Rub als Kommentar hier stehen, dann schreibt fleißig Kommentare. Auch Kommentare in diesem Rub werden im nächsten Rub gelesen und eventuell sogar mit hineingenommen. Desto mehr Kommentare, desto mehr werden hier auch hineingenommen. So viel dazu, weiter geht's zum Schlusswort. Die Zeit in San Lorenzo war eine ziemlich schöne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir eine Mannschaft nehmen wollen, unbedingt mit Ziel 1. Ich wollte das machen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe es leider ein bisschen vermasselt, weil ich dann eine Zeit lang nicht online war. Das hat uns, glaube ich, auch die Meisterschaft gekostet. Bin mir ziemlich sicher sogar. Ja, schließlich und zuletzt kann man sagen, wir haben trotzdem eine starke Saison gehabt. Wir haben 98 Punkte zum Schluss gehabt. Das ist ein Wahnsinnsergebnis. Wir haben 132 Tore geschossen, das waren die meisten in der Liga. Und wir haben nur 20 bekommen, das sind die zweitwenigsten. Das heißt, nur Racing hat weniger bekommen.
Ja, es war eine tolle Saison, also mit Correa und Villalba tolle Dings gemacht. Übrigens im Privatkonto bin ich Juventus, dort habe ich ein Ticket und ich bin gerade in der Vorbereitung, also ich habe die Liga selbst gegründet und bin gerade eben in der Vorbereitung und den ersten Spieler, den ich mir gescoutet habe, war tatsächlich Correa. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Bin gespannt, ob er bei mir in Italien auch so trifft. Ich halte mich da mal am Laufenden. Ja, abschließend möchte ich noch eines kurz erwähnen. Der heutige Part von OSM, da habe ich gesagt, ich würde Immobile wahrscheinlich am Abend holen und es euch sagen. Ich habe ihn geholt, er ist bereits in unserem Team, er wird auch trainiert, nur dass ihr das wisst. Also Immobile gehört zu Dortmund, so wie es in Wirklichkeit auch ist. Werde ich aber im morgigen OSM-Part, sollte ich dazu kommen, auch nochmal genauer erläutern. Bis dahin würde ich sagen, danke, dass du dieses Rap hier, diesen Hashtag Rap angesehen hast. Es war eine schöne Zeit mit dir. Mir gefällt das immer wieder, dieses Rap, dieses Format. Das, ja, gefällt mir einfach gut. Ich hoffe, dass das auf ewig so bleibt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wahrscheinlich nicht Rap, weil bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Bis dahin, auf Wieder. Tschüss, euer Spisairo.